Good morning, Fundeo Stash number 3 in the Siziri der Kolossa, de Ieeschtjebuarna. Gestern hobby je red van de verschiedene Menschen, des du so en de Kolossa Kjoakj wurden zijn gewaast, en ook wer de Kjoakj hor ongefang. Dort wie nicht Paulus, der de Kjoakj dit ontfang, sei er wahrscheinlich wieder de Person met de Nom Epaphras, van wat we ook lesen doen, lute en het brief. Nu, Fundeo wer we in Klimaske meer reden van de Person, de Paulus zijn brief, hat bei Kolossa hingebracht. Nun, wenn ihr das nicht wisst, Paulus ist nun bereits fast in Rom, während er den Brief geschrieben hat. Das passiert nur in seiner dritten Missionsreise. Während er in Rom ist, hat er dann mehrere Briefe geschrieben und wir haben Feier von euch in unseren Bibeln. Du wir Epheserbrief, Philippa, Philemon und auch das Brief Kolossa, die waren alle zu derselben Zeit geschrieben, während er nun fast in Rom ist. Nu, wenn ihr nicht bekannt seid mit der Geschichte, wo das alles passieren wird, dass Paulus bei Rom kommt, ich merke es mal, dass ich in meiner Serie, was ich durch Philippa habe, wegen der durch diese Geschichte in Einzelheiten noch durchkomme. Aber jedenfalls, Paulus ist nun fast in Rom in einem schriftlichen Brief. Und wegen er dann nun fast ist, er konnte dann nicht selbst zu Hand gehen und den Brief durch die Hand bringen oder selbst den Menschen besiegen. So ich habe einen Freund, der nun mit dem Taub in Rom du so raumhaft besagt im Gefängnis in Rom. Und dieser Freund, der nun den Brief zurückbringt, nur Kolossa. So wer wie die Person? Dort wir Tychicus. Nun wer ist dieser Tychicus? Well, in beides Kolossa und Epheserbrief, du schrift Paulus von des Tychicus und er sagt, dass er wie ein treuer Diener oder treuer Mitarbeiter im Herrn. Und wir lesen dann auch in 2. Timotheus Kapitel 5, Vers 2, dort Paulus die Tychicus nur Epheses handschicken und er sagt wir, wegen er will Timotheus von der Lehrerschaft einmal losmachen, dort Timotheus kann dann Paulus besiegen. Wir lesen auch in Titus Kapitel 3, Vers 2, dort Paulus will entweder Tychicus oder einen anderen Mann schicken nur Kret, durch wo Titus ein Lehrer wird, so dass Titus kann los sein, Tim Paulus besiegen. So ein Bett von den Städten will er ihm die Hand schicken, Tim die Lehrerschaft übernehmen, dort andere können frei sein. Nun, das Tychicus wird auch mit Onesimus Taub geschickt, Trainer Philemon, dort er soll haben, dort sie können sich bald vereinen, dort Philemon und Onesimus können sich weiter vereinen. So, das schien sich so, als wenn das Tychicus ein sehr vertrauensvoller Person wird für Paulus. Paulus brückt dann, dem den sie in der Brief schicken in verschiedene Städte. Er hat auch genug Vertrauen auf das Tychicus, dass er wird kann die Lehrerschaftsposition übernehmen für andere, so dass die können los sein, so als Titus und Timotheus. Und das Tychicus wird auch fähig, zum Haupten, dort andere Menschen, so als Philemon und Onesimus, sich können vereinen. Und das bringt mich dann eine Frage für uns. Kann andere Menschen uns genug vertrauen, zum Nennsturm, wo das Haupt fehlen wird? Nach Mur fehlen du ein Lehrer's Haupt. Kann der uns vertrauen, zum Nennsturm, wo er dort erst das Neidigste fehlen wird? Wer wird so eine Person auch geworden? Wir sehen uns morgen, mach Gott ihn segnen.